Hi, heute Ring Elite Talk. Heute möchte ich zwei Veranstaltungen präsentieren. Und zwar, die sind jeweils am 16. März, einmal in Korbach und einmal in Stralsund. Und zwar in Korbach macht der Enrico Schütze macht eine Veranstaltung. Der macht immer sehr, sehr gute Veranstaltungen und finde ich sehr gut. Und er probiert halt auch den Leuten, wo nicht so das große Feedback oder die großen Leute hinten dran haben, ein bisschen nach vorne zu schießen. In Korbach ist natürlich ganz bekannt der Mario Jasmann, das ist ein Freund von mir, der boxt am 16. in der AK-Halle in Korbach. Und zwar ist er gerade in der Vorbereitung, ist gerade in der USA, in den USA. Und ja, da ist er mal am Gucken und bereitet sich sehr schön vor. Hat er zwischendurch mal Kontakt mit ihm und ja, es läuft alles richtig. Ja, ich bin mal gespannt. Er macht da an dem Tag, macht dann 8 Runden und schauen wir mal, was dabei rumkommt. Dann boxt noch dieser Ilja Medzejew, der boxt auch. Und ja, der macht 1-6 Runden. Gegner ist auch noch nicht bekannt. Dann der Abdul Gafur, das kenne ich auch. Der macht 4 Runden. Und dann sind Leute, die kenne ich halt jetzt nicht. Da ist einmal der Bilal Özdöf, Boxstar, ein 4-Runder und ein Rafe Parani. Hat einen 2-0-Rekord. Anfänger, ja. Und dann boxt nochmal ein Edris Esmali. Auch alles positive Kampfrekorde, 3-0-1. Und dann boxt nochmal, den kenne ich auch, das ist der Serdar Korun. Auch ein guter Mann, macht schon ein paar Jahre rum und macht da auch ein 4-Runder. Ja, das ist so die Veranstaltung, die jetzt hat am 16. März in Korbach stattfindet. Da hoffe ich natürlich, dass vor allen Dingen Mario und Ilja die Kämpfe positiv gestalten. Und ja, für Mario würde es mich halt freuen, dass er halt mal einen richtig guten Kampf angeboten kriegt und halt auch nicht nur für kleines Boxen soll. Ja, würde mich freuen, wenn da mal was ginge. Und ja, also Mario, von mir aus die besten Glückwünsche, gell? Ja, und dann kommen wir in der Vogelsanghalle in Stralsund. Das sind 11 Kämpfe. Da macht der Peter Gaturi, der Peter Kadiru Box gegen den Victor Emilio Ramirez. Der war mal Weltmeister, der hat einen 30-4-1-Rekord. Aber meiner Meinung nach ist der Typ total ausgelutscht und ja. Wir sind halt vom Ranking, sind sie beide beisammen. Kadiro ist 125 und Emilio Ramirez ist 115. Was soll ich dazu sagen? P2M lobe ich immer sehr, macht auch ganz, ganz viel. Man sieht halt auch hier, die Kämpfer sind alle schon zusammengestellt. Da ist jetzt nichts, wo kurzfristig einfliegen tut oder kurzfristig irgendwie etwas gebucht wird, das macht der Axel, macht es gut. Da kann man halt auch mal sehen, dass da halt auch richtig Plan dahin ist, dass die Gegner sich ein bisschen vorbereiten können. Nur bei Kadiro sehe ich halt mal jetzt halt irgendwann mal, muss man mal jetzt halt, da muss man angreifen, da muss man einen Kampf, der hat jetzt halt lang genug Aufbaukämpfe gehabt und ja, die Gegner waren jetzt nicht so. Wenn er sich mit diesem Ramirez jetzt halt hier rumquält und hat er auch meiner Meinung nach nichts da zu suchen. Das ist meine Meinung, weil der ist auch schon recht alt und ja, hat mal hochgeboxt und so, aber das ist ja alles schon Jahre her. Das ist ein alter Mann mittlerweile. Ich hoffe, dass er den gut und kurzfristig stoppt, dass man da wirklich ein positives Resümee ziehen kann. Ja, und da boxt der Viktor Jurk, der hat einen 6-0-Rekord, der boxt gegen den Dominik Vial. Das ist 139 gegen 176. Was soll ich sagen? Viktor Jurk ist ein guter Mann. Der ist ausbaufähig, kann boxen. Hab den schon zweimal jetzt hat gesehen. Guter Mann. Gibt mit Sicherheit kein schlechter Kampf. Und dann kommt eine Frau. Das ist die Dilla Kisekyol. Die boxt gegen die Marisa Gabriela Nunes. Das ist ein WWIF World Light Title. Ja. Schauen wir mal, sagt mir jetzt halt nichts. Mal gucken, mal die Dilla Kisekyol, die hat einen 9-0-Rekord. Und die Marisa Gabriela Nunes, die hat einen 8-12-3-Rekord. Da sieht man halt auch schon wieder, ja, wo es hingeht. Ja. Und dann kommen wir zu Max Suske. Den finde ich recht gut. Der hat einen WBC, Youth World Supertitel, macht er im Supermittelgewicht.
Der hat einen schwierigen Gegner. Ich habe mir den Gegner jetzt halt nochmal vorab angeguckt, den Eduardo Avilla. Da habe ich mir ein paar Kämpfe angeguckt. Ist ein starker Mann, gibt mit Sicherheit ein richtig guter Kampf. Ich vermute, der wird auf Augenhöhe sein, der Kampf. Suske kann boxen, haben wir gesehen. Aber man muss halt mal sehen, die Argentinier sind alles sehr, sehr starke Leute. Wenn der Kampf nicht gekauft ist und kommt nicht von einer Person, wo dann aufgeht oder Schulterverletzung, gibt es mit Sicherheit ein richtig guter Kampf. Ja, dann kommen wir zu Simon Sachenhuber. Der boxt an dem Tag, der ist ja mittlerweile die Nummer 43 gegen Nick Morsing, der ist überhaupt nicht gelistet. Habe ich auch mit Axel gesprochen, persönlich. Und ja, ich finde den Kampf, der Nick Morsing ist ein guter Mann, kann boxen, aber der ist ja aus dem Ranking eigentlich nicht, jetzt hat nicht so weit vorne. Und ich finde den Kampf eigentlich für Zachenhuber, finde ich eigentlich jetzt nicht so gut. Meine Meinung. Bin halt auch Kritik, bin einer, der immer Kritik ausübt. Nick Morsing ist nicht schlecht, ist ein guter Mann, aber meiner Meinung nach kann der da nichts bewegen und auch wenn es knapp wird, da wird er trotzdem verlieren. Da wird wohl kaum jemand gegen Simon schießen. Ich bin auf den Kampf ehrlich gesagt nicht gespannt, weil ich weiß, was dabei rauskommt. Ist halt schade, Simon hat zwei gute Kämpfe gemacht, freut mich für ihn. Ich habe ihn ja immer kritisiert und ja, er hat halt wirklich absolute Fortschritte gemacht, auch mit Conny Wiedermeyer, ja, einem guten Trainer. Wenn der Conny gesagt hat, das ist der Mann und ach, schauen wir mal. Ja, dann boxt der John Bielenberg, der hat einen 6-1-Rekord, da ist noch nichts drin. DBA, dann Aldin Zokay, auch DBA. Und dann ein Agassi Makrajan. Der macht auch einen 6-Runder gegen einen Oscar Figueiredo. 38-36. Ja, jetzt ja, wird so für die Veranstaltung recht gut sein. Ja, und dann boxen wir, dann sind dann noch zwei Kämpfe, aber das interessiert mich eigentlich gar nicht. Das sind so durchwachsene Kämpfe nach hinten raus. Ja. Interessant sind eigentlich dann, sage ich mal, nur zum Beispiel Peter Katiro, wie es sich schlägt mit Ramirez. Viktor Jürg wird den Dominik Vial wahrscheinlich vorzeitig schlagen, gehe ich davon aus. Max Suske, der Kampf, der interessiert mich eigentlich mit am meisten an dem Tag. Ja, Leute, das war mein Thema heute. Veranstaltungspräsentation am 16. einmal in Korbach und einmal in Stralsund. Was soll ich sagen? Ich möchte hiermit nochmal erläutern, dass ja, die Kämpfe jetzt halt nicht so sind, wie ich sie gerne sehen würde. Aber ich habe ja leider nicht die Möglichkeit, da irgendwie was zu tun. Mal schauen wir mal. Für Simon Zachenhuber soll ja was Größeres geplant sein in naher Zukunft. Ja, wir schauen mal, was dabei rumkommt. Leute, das war mein Thema heute, zwei Veranstaltungen zu präsentieren, einmal in Korbach, einmal in Stralsund. Ich möchte hiermit nochmal meinen Ringelite.de Shop bewerben. Da könnt ihr alles bestellen, was Kampfsportartikel und vor allem die Boxen betrifft. Könnt ihr alles bestellen. Da möchte ich nochmal meinen PC-Service Kleinmann erwähnen. In Independencia in Paraguay, der mir jetzt gleich das Video rausschießt. Leute, das war's heute. Ciao, ciao.